Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja, Leute, ihr seht es schon im Grund, wir machen heute wieder die Daily Foot Birthday SBC, genau, Foot 16, wir sollen wieder ein Team um diese zwei FIFA 17, Foot 17, vor allem 16 Legenden aufbauen. Und zwar waren das damals Konoplyanka noch bei Sevilla und Vardy in Leicesters Meisterjahr, war das ja damals noch zu Foot 16. Genau. Und darum sollen wir ein Team machen mit genau neuen Vereinen, das heißt, wir dürfen keinen Verein doppelt haben da hinten. Ansonsten mindestens 4 Nationalitäten, eine 78er Rating und eine 90er Chemie. Ihr seht's, ich habe eine 94er Chemie und halt alle fast alle auf Loyalität. Vasquez zum Beispiel nicht. Also 8 Spieler auf Loyalität jetzt in dem Fall. Beachtet das wieder beim Nachbarn bitte, dass ihr da auch Loyalität braucht. Ansonsten, ja. Genau, also ich habe es halt so gemacht, so nimmt man hier halt noch einen Sevilla-Verteidiger oder so, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Verein gehabt, deswegen habe ich den jetzt nicht genommen. Wäre aber eine Alternative, kann es auch so machen, da hat man noch mehr Chemie, sehe ich gerade. So, okay, gut, jetzt habt ihr 97 Chemie, dann braucht ihr nur auf einen Loyalität oder halt eine Positionskarte auf den Außenverteidigern, dann passt es bei euch auch. So, ich habe halt das Sense hinten nochmal fürs Rating drin, sonst hat es nicht gereicht, weil hier wieder zwei 50er Karten mit den nicht richtigen Spielern drin sind, sollte klar sein. Ist halt einfach ein La Liga-Team mit genau neuen Vereinen und mindestens 4 Nationalitäten, sollte, denke ich mal, klar sein. Relativ simpel wieder, einfach ein Ligenteam zu bauen und ja, das war's denn. Also ja, nicht sonderlich schwer, denke ich mal. Und ja, damit haben wir die Foot 16 Challenge auch abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob hier nach noch was drankommen wird, außer dieses kleine Prime-Gottspieler-Set. Obwohl doch, wir haben, glaube ich, noch ein Inform-Set, was ich hier ranschneiden werde, fällt mir gerade ein. Ist halt leider nur ein kleines Prime-Gottspieler-Set. Schon schade irgendwie, ich hätte halt geile Rewards so zu ihrem Geburtstag erwartet, aber okay. Es gibt hier noch Man of the Matches, ich weiß nicht welche genau, nur Eriksen, Matic und Kanté, also die ich hier sehe, weiß ich. Den Rest weiß ich nicht. Ibra zum Beispiel ist auch gewechselt frisch zu LA Galaxy. Die Spieler können wir ziehen, ich denke es wird nicht mal ein Bildschirm hier, von daher, ja. Oh doch, es wird ein Bildschirm, nice. Eine normale Karte, kommt jetzt Ibra auf Ansage, schade, Frankreich. Ja, Pogba, Kanté geht nicht. und ja, und ansonsten gibt es halt nur noch Nzonzi, Schneiderlin. Wen gibt es noch als französischen Sechser? Fällt mir gerade keiner mehr ein. Ich glaube, es gibt auch gar keinen mehr, oder? Gibt, glaube ich, nur die beiden. Dann Kanté. Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Kanté jetzt eh nicht sein. Kanté ist ein Man of the Match. Haben wir eben gesehen. Und ansonsten, ja. Zwei Polen, wollte ich schon sagen. Zwei Russen hier doppelt. Aber ein 83er bin ich zufrieden mit. Nehme ich sehr gerne mit. Ansonsten würde ich sagen, Leute, war es das schon wieder mit diesem Video für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Yo, Leute, und da machen wir noch eine Inform-Challenge an Tradable wieder. Ja, hab mir einen doppelten Varan und doppelten Perin hier halt noch gehabt auf der Transferliste. Und deswegen dachte ich mir, machst du einfach nochmal eine Untradable-Challenge. Ganz easy. Ja, viele 80er, 1-2-82er, 81er auch noch drinne. So ein kleiner bunter Mix von Rating, also von den Ratings der Spieler. Und ich würde sagen, ja, wir öffnen einfach das Pack. Mal gucken, was wir kriegen. Ich denke mal, ich hoffe so ein 83er, 84er wäre mal nice auf jeden Fall. Höher würde ich natürlich auch gerne nehmen, aber ich meine halt so einen in dem Dreh würde ich gerne ziehen. Oh nee. Ach, hör auf, ey. Beresutski. Nice Sache auf jeden Fall. Als die Russland-Flagge schon kam, wusste ich schon, geil. Hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, Leute. Schade, schade.